Jetzt aber endlich zur Fachrichtung B. Da geht es um ganz grosse Sachen. Zum Beispiel um Hangsicherungen, damit der Berg nicht rutscht. Das ist eine offene Pfahlwand. Und das eine geschlossene. Sie heisst so, weil die Pfähle tief in den Boden gehen und die Stützmauer draufgesetzt ist. Das ist der Rotti. Er muss die Pfähle haargenau setzen nach den Berechnungen des Ingenieurs. Das ist das Bohrrohr. Die Verrohrungsmaschine dreht das Bohrrohr immer tiefer in den Boden und so wird das Loch ausgebaggert. Wenn es so weit ist, wird noch von Hand nachgemessen. Und buchstäblich nachgeholfen. Das Loch muss auch an den Rändern sauber ausgehoben sein. Letzter Akt. Der Lastwagen mit dem Beton ist da. Die Armierung saust an einem Stock ins Loch hier und der Rotti hat bald wieder einen Pfahl fertig. An einem Tag schafft er etwa zwei. So sehen die fertigen Pfähle aus. Sie greifen richtig in die Mauer rein und die Strasse ist sicher. Zurück in die Schule. Es lässt sich nicht vermeiden. Vermessen. Eben vom Schalon. Es gilt gleich wie in allen Fächern. Ein klarer Kopf ist gefragt. Zweimal, jemand im rechten Winkel. Jawohl. Besser wären drei Punkte. Der Grundbauer muss dem Ingenieur seine Berechnungen nachvollziehen können. Er muss auf jedem Bauplatz wissen, wo er steht und warum. Vielen Lehrlingen gefällt gerade das. Mir gefällt mir der Job. Ich muss körperlich arbeiten. Da muss auch ein bisschen Intelligenz dahinter sein. Das ist eigentlich das, was ich wollen habe. Sion im Wallis. In der Stadt kommen viele Neubauten mitten in die Häuser zu stehen. Eine solche Baugrube muss gesichert werden. Sonst gibt es ringsum einen Abbruch. Das ist eine Schlitzwand. Sie geht fast so tief in den Boden, wie sie oben sichtbar ist. Sie muss natürlich vor dem Aushub gebaut werden. Lagebesprechung. Der Louis, der Equipe-Chef, mit dem Ingenieur. Es ist hier fast wie überall. Auch als Ingenieur lernt man gerne von einem alten Fuchs neue Trick. Lastwagen um Lastwagen wird gefüllt, Meter um Meter geht es runter. 12 Meter, aber 1,50. Es reicht noch nicht ganz. 14 Meter sind sie. Hoppla. Okay. 14 Meter tief ist der Schlitz. Genauso hoch muss die Armierung sein. Haushoch fast. Da heisst es aufpassen und Köpfe weg. Einen ganzen Tag hat man an dem Schlitz gegraben. Jetzt kommt der Beton. So verschieden wie die Grundbauer selber sind ihre Meinungen über den Nachteil des Berufs. Gewerbeschule, dass man immer 14 Tage am Stück wegbleiben muss. Das Nachteil, ja. Wenn man wirklich mit Betonit zusammenarbeitet oder eine Schlitzwand macht, dann wird man sehr schnell dreckig. Da ist man innerhalb von 5 Minuten einfach von A bis Z voll. Ich fühle mich wohl im Dreck. Unser letztes Kapitel hat mit Wasser zu tun. Davon haben wir ja viele in der Schweiz. Die Baugrube für eine Kanalisation zum Beispiel, sie würde normalerweise unter dem Grundwasserspiegel liegen. Der Grundbauer macht es möglich, dass man überhaupt bauen kann.
Er installiert das ganze System von Filterbrunnen mit Pumpen. Dem sagt man Grundwasserabsenkung. Der Bruno hat Stress. Seine Leute sind nur angelehrt. Ausgebildete Grundbauer sind rar. Darum ist er Grundbauer, Bohrmeister und Maschinist in einem. Man kann es nicht genug wiederholen. Aufpassen muss man auf der Baustelle. Aufpassen. Es kann auch Schlimmeres passieren. Eine Lehre als Grundbauer. Der erste Schritt zu einem vielseitigen, schönen Beruf mit guten Aufstiegsmöglichkeiten. Eine Schnupperlehre lohnt sich bestimmt. Es ist auch eine ideale zweite Ausbildung. Auch ein paar von unseren Stiften haben schon eine Berufslehre hinter sich. Eigentlich ist man dann besonders willkommen. Grundbauer tragen viel Verantwortung. Letzte Frage. Karriereziel. Zuerst mal die Lehre bestehen, oder? Und dann irgendwie weiter rauf arbeiten, Bohrmeister. Und weiter weiss ich eigentlich noch nicht. Du? Ja, eben, Ingenieur. So das nächste Ziel in ein paar Jahren, oder? Ich probiere die Fachrichtung B nachher noch zu machen. Und später mal auf die Bohrinsel. Nachher gehe ich sicher noch mal in die Ferien. Fassen wir zusammen. Es gibt zwei Fachrichtungen, A und B. Nach dem A kann man auch noch das B machen oder nach dem B das A. Oder nur das A oder nur das B. A wie Anker, Injektionen, Sondierbohrungen. B wie Betonpfähl, Schlitzwände, Filterbrunnen. Den Agathe, schon wir mal immer lustig, wenn das relativ lockeres Verhältnis. Wollen wir auch streng arbeiten mit Überstunden manchmal? Alle gutes Verhältnis. Zwischendurch umso gute Aufricht ist oder so. Ein schöner Beruf. Also ich würde es jedem weiter empfehlen, nur nicht in der Bude, wo ich bin. Thank you.